Moin Moin und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, liebe Leute. Let's Play Farm Manager 2018. Ja, ihr seht es auf, man kann sagen, weiß nicht, warten wir eigentlich schon auf den Winter? Ja, oder? Kann man so sagen. Denn ich weiß gerade nicht genau, was sollen wir tun? Was machen wir mit unserem ganzen Geld? Kaufen noch ein paar Grundstücke. Einfach um zu haben, ne? Ja, man kann echt noch viel erweitern. Das ist echt mega, wie man sich hier erweitern kann. Aber wir haben eben auch schon gemerkt, das ist ladetechnisch nicht optimal. Denn das Spiel hat dann zu kämpfen. Ja, für 80.000. Na, hier können wir gar nicht. Ne, okay, das ist dann Maximum. Und hier muss man erst kaufen, damit die anderen sich freischalten, scheinbar. Ja, einfach gekauft und brauche ich gar nicht. Na, hier will ich nichts hinmachen. Ne, das lassen wir. Wie gesagt, das hier gehört jetzt alles uns. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir noch mehr Windmühlen aufbauen, performance-technisch. Wir können auch ein bisschen Zaun, ein paar Blumen, eine Hecke, irgendwas hinsetzen. Ein paar Bäume einfach nur so. Aber warum? Wofür, um Himmels Willen, sollten wir das tun? Wir bauen unsere Windmühle aus. Ja, ne? Wir haben ja neue Arbeiter dazu gekriegt, die kosten alle Geld, klar. Müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir wieder besser durch den Winter kommen. Und ja, unsere Gewächshäuser ist echt mal so eine Sache. Ob man die noch weiter durchzieht oder nicht, ist eigentlich auch echt egal. So, hier gibt es mal ausnahmsweise richtige Straße hin. Also das steht für heute auf dem Plan. Wir geben bis auf eine 500.000 alles aus für neue Windmühlen. Aber so, ne? Oh, sieht ein bisschen anders aus denn. Zack, 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 zack. Kostet ja auch nichts. Da müssen die hin, okay. Da sind wir gespannt, ne? Wie viel wir. Oh ne, oh, das ging nicht. Wieso ist die denn jetzt hier so komisch? Das gefällt mir denn nicht. Passiert da hin? Die Einzelner dran hier. Jetzt schmeißen wir schon Geld um uns, ne? Nur wenn wir es einigermaßen schön gebaut haben. Irgendwie ist das komisch. Irgendwie ist ein komischer Versatz drin. Und so richtig schön, dass sie gegeneinander drehen, sieht das auch nicht aus, ne? So, drei Stück noch, dann reicht mir das erstmal. Darf ich denn so weit hier rüber bauen? Das Land gehört uns auch gar nicht. Da scheint ja auch ein bisschen buggy zu sein, ne? Na gut. 12 neue Windmühlen heißt irgendwie 30.000 bis 40.000 Einnahmen bei windreichen Monaten. Und wir müssen auch wieder zurück zum Hof. Hier muss noch ein bisschen Schwatt gemacht werden. Der Tizia ist mal wieder ein Job für dich. Hier gönnen wir uns nochmal Paprika. Dann müssen wir nochmal Hafer reinholen. So, dann gehen wir mal wieder auf den Markt. Verkaufen ein bisschen unsere Erzeugnisse. Denn dann müssen wir wieder Geld sorgen. Ne? Wir haben jetzt Geld sorgen. Na, auch nicht wirklich. Schafsmilch ist ja auch recht. Ne? Ziegenmilch, Mehl, Roggenmehl, Maismehl, Schafswolle.
Und Stroh haben wir schon auch schon wieder einiges. Weg damit, kriegen jetzt noch ein Feld rein. So. 679.000, das ist gut. Tomaten. So schöne Gewächshäuser. So. Muss noch irgendwas lernen, sehe ich gerade. Haben wir geschafft, ne? Hier, 20% mehr Lager. War schön, dass es so viel zum Forschen gibt. Also das gefällt mir gut. Ist nicht so nach dem Motto, drei Sachen und man ist fertig. Hier, wir forschen ja seit Jahren. Oder forschen, wir bilden uns fort. Sind zur Schulung. Ja, hier sind teilweise die Tiere schon wieder alle vollständig, haben sich gut vermehrt. Auch Ziegen und Schafe. Ist auch schon eine Stufe weitergekommen. Angebotsmission entwickelte, baue Stall vor dem, um einen Zuschuss in Höhe von 1400 zu erhalten. Och, weiß ich gar nicht. Wollen wir noch einen Stall bauen? Was für ein Stall überhaupt? Reicht ein kleiner Stall für mehr Ziegen oder. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Ich glaube, wir schaffen das auch so. Die Obsternte dauert ja echt ewig, ne? Es wird irgendwann im September soweit sein. Den ganzen Sommer haben wir Zeit, da diese 10 Viecher noch zu züchten. Das ist easy. Ja, ich will jetzt auch in den Winter reinkommen, weil ja, wir können sein definitiv sagen, unsere ganzen Felder sind geerntet, das haben wir gut hingekriegt. Ist nichts auf dem Feld verrottet, nichts vertrocknet. Jetzt sind die Temperaturen nämlich auch langsam zu niedrig. Müssen nur noch irgendwie durchkommen. Auch schon minus 1 Grad hier im Mitte November. Und hier unser kleiner neuer Windpark. Vielleicht mal gucken, ob wir den irgendwann zusammenschließen. Ne? So, wie viel hatten wir jetzt insgesamt? 29 Windkraftanlagen. Krass, also im besten Falle, ne? Beim richtig sturmintensiven Monat, so sturmintensiv, dass die Windmühlen nicht abgeschaltet werden müssen, kann man knapp 100.000 Einnahmen erzielen dadurch. Das deckt auf jeden Fall die Personalkosten. Das ist mal sicher. Ja, und bis wir durch sind mit dieser Geschichte mit Apfeln und Pflaumen, hier wollte ich gerade sagen, Kirschen und Birnen, fehlen eigentlich noch die Pflaumen. Da sind wir auf so einem friesischen Marsch. Ne? Ja, bevor wir damit nicht durch sind, werden wir noch eine Menge lernen. Vielleicht setze ich tatsächlich auch nochmal den Fokus dann auf diese ewigen Schulungen. Hier, Workshop für Kaninchenzüchter oder für ein Ziegen- und Schafsfarm, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch als nächstes noch geforscht werden müsste. Oder eine Schweinemast. Aber eine Schweinemast, glaube ich, doch Schweine fehlen noch, ne? Da sieht man mal, da kommt noch einiges. 90 Tage. Weil das ist sonst nachher so blöd. Dann kommen wir ein Level weiter und dann hängen wir in der falschen Schulung. Das wäre echt ungünstig. Wo sind die Vögel? Hier sind Vögel. Oh, schon weggeflogen. Ich sehe keine mehr. Ich sehe nichts. Hier sind auch noch Vögel irgendwie, ne? Schwer im Gras zu sehen. Hier waren auch noch welche. Wo sind sie denn überall? Na, ist egal. War der Meinung, ich hätte jetzt eins zum größten Teil vertrieben, aber irgendwo müssen sich noch welche verstecken. Wo sind die Vögel? Hier hinten, ne? Das rennt einfach mal so über die Felder. Vielleicht erwischen wir ja das, wo noch irgendwie ein paar Vögel sich rumtreiben.
Hier sind auf jeden Fall auch Vögel, aber jetzt weiß ich nicht, wenn ich hier eine Vogelscheuche hinsetze, die sind ja auch immer nicht so schön, ne? Das auch mal so. Können wir nichts machen, 16 Tage lernen wir noch. 29.11. Der Winter steht kurz bevor. Schafe haben wir schon fast durch. Ziegen fehlt noch ein bisschen. Dann können wir aber vielleicht ein paar Schafe verkaufen, oder? Gehen wir wieder runter auf 10 von 15. Bei dem haben wir das auch. 10 von 15, damit sie sich auch nicht vermehren können. Die Vögel hier, keine Ahnung, finde sie nicht. Sind überall. Ja, der Winter ist da. Wir können mal unsere Maschinen nochmal alle durchgucken. Da ist alles gut. Der braucht auch noch nicht gewartet werden. Repariert werden kann er nicht. Nach wie vor ist bei unseren Geräten irgendwie keine Reparatur möglich. Was weiß ich warum. So, mal gucken, dass wir ein paar Wartungshainis mal rufen zum Hof, damit die mal hier wieder klar Schiff machen. Wenn denn der hier, ne? Aber der kann nicht. Hier ist eigentlich auch, wenn höchstens die kann ich. Hier ist höchstens er, der kann ich. Den können wir da auch nichts machen. Hier ist noch alles im guten Bereich, alles grün, alles grün, alles grün. Okay, für 6 können wir das, die Mähmaschine 1 warten. Mischstreuer ist noch gut. Sagt also einfach, ne? 53 Kühe. 31 von 50 Arbeitern haben aktuell Freizeit. Das ist auch echt teurer Spaß, ne? Aber mittlerweile, ja klar, man kann sich über Saisonarbeiter Gedanken machen, aber brauchen wir nicht. Unser Personal finanzieren wir mal locker durch unseren Strom. So viel wie wir hier an Stromgeld verdienen, kann das Personal teilweise gar nicht verarbeiten. Da bräuchte man auch mehr. Bisschen für klar Schiff sorgen hier im Lager, nochmal 18.000 Weizen verkaufen für 33.000. Was heißt ich denn? 5.000 von dem Sorghum verkaufen. 4.000 von den Sonnenblumen. Raps und so, das lassen wir erstmal. Hafer 6.000. Roggen 2.600. Aber überall einigermaßen runde Summen drin, ne? Keine Ahnung, vielleicht mal 4.400 Äpfel verkaufen. Oh, die Paprika muss raus. Schnell auf den Markt damit. Tomate auch. Das wird alles schlecht. Ja, gut, das liegt ein bisschen daran, dass wir die Zeit natürlich auf volle Power laufen haben. 10.000 Gras kann auch raus. Kuhmilch. 27.000 Einnahmen, ist auch krass. Okay, für 5.000 Gerbfutter verkaufen, das bringt fast nichts. Schafsmilch. Und die Wolle. Ein bisschen Ziegenmilch, auch 2.500 und die Hühnereier. Raus damit. Mehl. Roggenmehl. Und Maismehl. Alles an den Mann gebracht. So, Stroh haben wir auch viel zu viel. Was haben wir so viel Stroh? Da können wir mal 10.000 von verkaufen. Wir verarbeiten das zwar auch weiter, aber wir haben eh so viel. Ja, 4.000 verkaufen wir die Hälfte vom Mist. Da gehen wir auf Nummer sicher. Nicht, dass wir so einen Mist erleben wie letztes Jahr, also wie diese Saison. So, die Lagerverwaltung. Also überall mehr Kapazität. Jetzt wollte ich noch mal eine lange Schulung anwerfen hier, ne? Die 90-Tage-Schulung. Oder lieber die Schaf- und Ziegen Stufe 3. Ja, wir können noch so 2, 3, 60-Tage-Schulungen machen. Das zieht uns jetzt ja hier, zieht uns ja die ganze Zeit durch.
Also einen ganz entspannten Winter haben, ne? Muss ja auch mal sein. Ohne viel Stress hier. Kommen wir ganz entspannt durch den Winter. Und 900, das bei 30 Windmühlen, obwohl 900 ist wenig, ne? Für einen halben Monat. Aber 30 Windmühlen sind das trotzdem 27.000 Einnahmen. Läuft. Von daher läuft das bei uns aber dann auch in der nächsten Folge weiter. Denn ja, das war es schon wieder für die aktuelle Aufnahmesession. Den Wintereintritt warten wir jetzt noch ab. Das dauert nicht mehr lange. Gerade nochmal ein Autosave gehabt. 279.000 haben wir. Das, ja, wir brauchen uns ja keine Sorgen mehr machen. Wir kommen so easy durch den Winter. Wir sind ganz, ganz, ganz kurz davor, die geforderten Ziegen gezüchtet zu haben. Wobei eher fehlen ein paar, aber 5 Schafe, die Ziegen, das ist aber auch kein Ding mehr. Das schaffen wir schon. Sind schon wieder so viele da. Sollen wir ein paar verkaufen, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Und auch der hier Saminator Heini da mal wieder vorbeikommen kann. Die Milchkühe ist auch einfach so heftig. Könnten wir theoretisch auch wieder überall welche verkaufen. Aber weiß nicht, lohnt doch auch irgendwie nicht, ne? Meiner Meinung nach lohnt das alles nicht. Wir sind hier mittlerweile im ganz großen Stil unterwegs. Da haben wir nicht mehr diesen kleinen Kram. Die, soll ich sagen, die Gewächshäuser sind ja eigentlich schon immer zu nervig. Mittlerweile, weil man hier so viel eben auch zu tun hat. Aber Anfang war es immer noch überschaubar, ne? Ich habe darauf gewartet, oh, was kann ich machen, was kann ich tun? Mittlerweile ist aber eher so, okay, das ist genug, das ist genug. Aber natürlich trotzdem, wir ziehen durch. Ich möchte gerne bis zum Ende des Levels kommen. Mal schauen, was uns da noch für Aufgaben erwarten. Ob wir denn wirklich, ja, in dieser Mission, in dieser Kampagne, im Karrieremodus, glaube ich, haben wir dann alles gesehen. Ne? Es gibt noch eine ganze Menge freie andere Spiele hier, also kleinere Missionen, die, ich sag mal, irgendwie aufgeteilter sind. Das hier ist ja eine Gesamtmission. Ne? Von vorne bis hinten geht man, glaube ich, hier so gut wie alles durch. Und bei den anderen hat man eher so auf spezielle Bereiche spezialisierte, ja, ich sag mal, kleine Einzelmissionen. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich danach noch Lust habe. Kauf eine Ballenpresse. Ja, nee, danke, heute mal nicht. Ich würde sagen, es schneit sehr. Wir sind tatsächlich wieder im Winter angekommen. Die Windmühlen drehen gerade durch. Das ist nice. Das bringt wieder richtig Geld. Mittlerweile 2000 bei 29 Anlagen sind 58.000 Einnahmen oder so. Von daher, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wisst ihr, unterstützt mich immer gerne mit einem Like. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dann.